Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Test von Vintage Story, einem, wie man unschwer erkennen kann, sehr Minecraft-ähnlichem Spiel. Es ist aber eine vollkommen eigene Engine, so wie ich es verstanden habe. Das Ganze von vornherein so konzipiert, dass es leicht modbar ist. Und mit Fokus auf einer angenehmen Umgebung und möglichst offen mit der Community umzugehen. Also es wirkt so, als wenn die Leute daran arbeiten, ein ganz netter Haufen wären. Radix war so nett, mir das Spiel zu sponsern. Deswegen wollte ich jetzt mit euch blind reinschauen. Ich hatte auch schon angefangen aufzunehmen. Allerdings gibt es wohl ein bisschen Probleme mit dem Ding, dass es nicht richtig erkennt, wann das Spiel aufgenommen wird und wann nicht. Deswegen habt ihr jetzt die Charaktererschaffung nicht gesehen. Aber es ist, also man kann viel einstellen, ja. Aber man spielt da so ein kleines pixeliges Männchen, wie man das kennt. Es hat etwas realistischere Proportionen, was die Größe angeht. Man kann ganz viele verschiedene Frisuren einstellen und eine Startklasse auch auswählen, also eher Kämpfer oder Magier oder ich glaube, es gab noch Schneider, solche Sachen. Dann wird man halt hier in eine zufällig generierte Welt reingeschmissen. Wobei, ich glaube, die ist nur teilweise zufällig generiert, so wie ich es verstanden habe. Da wird man halt schön viele Gebiete, wo man erkunden und bauen kann, aber halt auch gewisse Gebiete, die fest sind. Das Ganze ist recht low-techig. Also es kommt mir vor wie so ein wie Minecraft mit Terra Firma Craft, falls einer von euch das kennt. Ist halt also eher dazu, dass man recht aufwendig Sachen erst herstellen muss, bevor man Metalle gießen kann und dergleichen. Also nicht einfach in den Ofen reinschmeißen und so. Und das weil selbst die höchste Tech-Stufe noch keine richtigen Maschinen hat. Also ne? Keine abgefahrene Magie, keine abgefahrene Technik. Eher alles schön low-techy. So, was hast du mich gerade angehupt? Hi, Stefan. Oh, bist du wütend oder willst du mich umarmen? Lokale Güter. Stefan, der Händler. Du kannst verkaufen. Cracked Vessel, Seed, Merchant. Du hast 0 Zahnräder. Stefan hat 30 Zahnräder. Okay. Also man kann zu denen hinkommen, um Handel zu treiben. Nur geht das halt hier nicht mit irgendwelchen Emeralds, sondern mit Zahnrädern. Und das System, das Menü sieht auch interessanter aus und ein bisschen komplexer als einfach nur hier hast du drei verschiedene Sachen zur Auswahl, die du handeln willst und gut ist. Es wird einem nicht viel an die Hand gegeben. Also wir haben ein Inventar, das recht klein ist, was aber auch Sinn macht. Das hat mich immer ein bisschen gestört bei Minecraft, dass man halt mit zig Stacks von 64 Holzplanken durch die Gegend laufen konnte. Mal gucken, wie das hier so gehandhabt wird. Was haben wir da? Collect. Ah, okay. Man kann es collecten, aber man braucht halt die Werkzeuge, die da angezeigt werden. Ich gucke, ob ich irgendwie an einen Stick rankomme. In der Hoffnung, dass wir Werkzeuge herstellen können. Da ist ein Stick. 3. Geht der Stick kaputt? Nö. Was sagen die Settings mit Kontrollen? Crafting-Menü E, ja. Also es gibt wohl noch kein Nai oder J, wo alle Rezepte angezeigt werden. Journal klingt gut. J. Oh. Oh, okay. Ja. Haben wir eine Karte? M? Oh ja. Dann markier doch mal. Oh, können wir sogar. Okay. Merchant gibt auch ein Icon für ein für einen Händler, nehme ich mal an. Pint und nein. Save. Okay, Waypoint Nummer 0, edit. Wird er auch irgendwie hervorgehoben? Also müsste er in die Richtung sein. Ne. Und ich glaube, unser Hungerbalken geht schon also unter diese drei Blöcke, die da fehlen beim Grün. Knapp. Ah, das ist Stein gegeneinander drücken, um andere Steine rauszubekommen. Ich glaube, so fing Terra Firma Craft auch an. Das heißt, wir geben auf eine Hand, nehmen das Ding mit. Und dann brauchte man noch einen Stein.
Dann kommt man eben gegeneinander knusen, hat er so ein einfaches Steinmesser-Ding. Granitstein kann geworfen werden oder geknappt werden in andere Werkzeuge. Wie mache ich das? So, rechte Maus, das zu werfen. Wusch. Okay, gleich wieder mitnehmen. Und es soll auch sehr komplex sein, also mit Viehzucht und Farmanbau, mehreren Jahreszeiten, solche Dinge. Da bin ich also auch gespannt. Nicht einfach nur ein paar Samen in den Boden schmeißen, ein bisschen Haken vorher und gut ist. Kann man auch Barke abnehmen? Braucht Stufe 1 Tier, Stone, um gebrochen zu werden. Ich weiß leider noch nichts, wie ich irgendwie. Geht das so? Nein. Okay. Zwei. Shift Rechtsklick zum Platzieren. Shift Rechtsklick zum Knall. Ah, okay. Granit Axe Head, Granit Hoe Head, Granit Blight, Shovel Head oder Spear Head. Eine Axt klingt super. Oh, okay. Das heißt, wir müssen jetzt selber da Pixel rausschlagen. Der berechnet automatisch, welche auch weggenommen werden können. Zack. Super. Okay. Granit Axe Head und dann Stick. Jo. Da 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 da. Ich habe eine Axt gemacht. So, mal gucken, wie das Baumfällen aussieht. Animationen sind dann Ticken, glaube ich. Und man kann hören, dass die Tonaufnahme in einem kleinen Raum gemacht wurde. Ah, okay, bepufft alles. Kann ich mir leben. Ist in Ordnung. Material Holz, Brenntemperatur 800 Grad, Burn Duration 78 Sekunden. Also hält eine ganze Weile. In Minecraft ging so ein Block ja doch recht schnell weg. Oh, und die Axt ist recht schnell kaputt gegangen. Können wir dich leicht reparieren? Irgendwie so? Nein. Durability 45 von 50. Tool 1. Mining Speed Holz 2,6. Pflanzen 2,2. Blätter 1,7. Gibt schon mal schon viele Details für die verschiedenen Werkzeuge und Gegenstände. Das gefällt mir. Ich hätte trotzdem jetzt noch ganz gern, bevor wir irgendwas anderes machen, eine Spitzhacke. Nee, keine Hoe. Kannst du wieder abreden? Kannst du da aber was? Nee, collect. Ja gut, dann breche ich es nicht ab, dann baue ich es kurz. Wird es irgendwann ja schon gebrauchen können. Blub. So, eigentlich wollte ich Shift-Rechtsklick. Oh, es gibt keine Spitzhacke. Dann eine Klinge. Interessante Form für eine Klinge. Sind es dann zwei Klingen? Herstellung, weil es halt so viele Blöcke sind. Tink. So. Ja, sind zwei. Granit Knife. Und wo ist das Holding? Ho. Mining Speed Soil 2,2. Ja, nichts für den Boden. Mit den Dingern kann ich jetzt. Oh, Büschel von irgendwie Gras oder so. Das hier ist übrigens gar nicht das Inventar. Mein Inventar sind die Sachen hier unten und das war's dann.
weiß nicht, wofür die Dinger sind. Steht das da? Schmeiß mal die Pine Seeds weg. Nee, das Mausoberding ist nur für die Anzeige da. Dry Grass kann man in 4 Sekunden verbrennen. Das ist Shift rechts. Nix. Hier kann man so auch ein erstes Lagerfeuer machen, wenn wir ein bisschen Zunder haben. Also Zunder, Holz und ein paar Steine. Das ist bestimmt keine gute Idee. Ah, es ist ja Let's Test und so, ne? Oh. Ja, hier ist dunkel, dunkel. Hinten ist ein bisschen Licht, oder? Granitrock braucht Kupfer, um abzubauen. Ne, es wirkt immer nur hell. Das ist keine wirkliche Lichtquelle da hinten. Also ihr werdet wahrscheinlich auf YouTube gar nichts sehen. Ich gehe lieber zurück. Für mich ist es auch schon sehr dunkel. Aber ich kann halt ein bisschen erkennen. Gibt es Doppel-W zum Laufen? Ja, sieht nicht so aus. Wir haben auch noch keine Nahrungsquelle gefunden, ne? Vielleicht ein paar mehr Bäume fällen in der Hoffnung, dass ein Apfel rausputzelt oder so. Oder vielleicht bei den Blättern selber mal. Schauen mit dem Messer. Oh, Karotten. Wachsende Karotten. Growth Stage 4 von 7. Brauch Nutrient K. Also irgendwelche Dünger? Okay. Ich markiere. Carrots need K. Und dann. Ja, ein Punkt ist okay. Speichern. Carrots need K. Da ist der Händler. Oh, was ist das Pinke da oben? Das, was rot ist. Wir können mal Gegner sehen. Mal gucken, wie das dann gehandhabt wird. Und eventuell können wir die Karotten ja auch. Das kann ich mal testen. Geh mal zurück zu den Karotten und baue eins davon ab. Ja, die sind noch am Wachsen, aber vielleicht kriegt man denn eine Karotte raus statt, keine Ahnung, 6. Nö. Nö, kriegt man nicht. Okay. Kompass haben wir auch. Jedenfalls nicht direkt, aber wir können halt auf der Karte gucken, welche Richtung wir schauen. Blackberry Bush wird reif in 4 Tagen. Oh, okay, das heißt, man muss dann richtig drauf achten, wann die nächste Jahreszeit auch kommt und wann was in Saison ist und dann eher saisonal essen. Okay, okay. Gras, das kurz, das wäre irgendwie Baumwolle oder dergleichen. Was macht da gerade so ein Geräusche? Du siehst erstmal aus. Ja, Red Current. Kein Platz, ja. Schmeiß die Basaltsteine mal weg. Perishable, frisch für 2 Tage. Gibt 80 Sättigung. Wenn juiced, kann man da Red Currant Juice draus machen. Ich esse sie erstmal so. Oh, okay, wieder einigermaßen fit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die jedes Mal wirklich uns aufschreiben müssen. Dwarf Forts. Weil ja doch recht viele Büsche hier zu sein scheinen. Ja. Eventuell muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel abbaut. Nicht, dass man denn das Ökosystem da zerstört, also dass dann einfach keine nachwachsen. Weil die ganzen Nährstoffe halt verbraucht wurden für die Früchte und irgendjemand hat die Früchte aufgegessen. Aber das passt schon. Gibt ja genug Welt, ne? Gehen wir einfach woanders hin, spawnen neue Büsche. Catmint Flower. Das könnte ich mir für ein Alchemiesystem ganz gut vorstellen. Dass die ganzen verschiedenen Blumen hier auch eine Funktion haben. Kann ich dich abbauen? Ja, kann ich. Die haben alle auch eine Burn-Temperatur. Ist Blume. Ich kann sie wieder neu platzieren. Okay. Das Rosene war dann einfach nur so ein Feld von Dingens. Und das Rote sind dann die Beerenbüsche. Eventuell.
Da oben ist noch ein Sumpf. Hier hinten ist irgendwie was Wüstenartiges. Ich kann es schwer erkennen, ob es... Ja, doch, da sind wir beim Händler gewesen. Also ein steiniger Strand sah sie aus, ne? Gehen wir mal ein bisschen nach Westen. Gucken, was da noch so ist. Ich denke, so eine kleine Anleitung, wie man anfangen muss, wäre schon sehr praktisch. Ich habe jetzt halt schon ein bisschen Erfahrung, weil ich Terra Firma Craft damals gespielt habe. Ich glaube, sie ist es Bean. Weil ich damals gespielt habe und das ist recht ähnlich. Und allgemein diese Hardcore-Survival-Dinger, also die mehr in Richtung Realismus gehen, da fängt es meistens mit Knapping an. Weil man halt auch in Real Life so und wir als Menschheit so damit angefangen hatten. Einfach Steine auf Steine gehauen. Und dann damit die ersten Werkzeuge hergestellt haben. Und solche Spiele simulieren das dann auch. Cranberry, das ist definitiv essbar. Hoppelhasen. Hallo, kleine Hoppelhase. Ah, die können so... Wildschwein. Nein, Wildschweine hat man zu respektieren. Und das nicht nur wegen Gothic 3. Aber wenn das hier einigermaßen realistisch ist, können die Wildschweine einem gefährlich werden. Heißt, man würde sie wahrscheinlich irgendwann in eine Hütte aufbauen, dann nach und nach seine kleine Farm aufbauen, Minen anlegen und so weiter. Also alles, wie man auch beim normalen Minecraft machen würde. Aber wesentlich ruhiger und langwieriger. Also schon fast so wie bei Wurm Unlimited oder Online, wo man auch nicht mal eben so ein Haus baut. Ist der Boden hier sicher? Basaltsand. Ich versuche gerade irgendwo noch hinzugehen, wo wir vielleicht die abenteurerischen Sachen eher sehen. Weil die gesamte den Tick-Tree hier durchzugehen mit euch, das würde wahrscheinlich Stunden dauern. Yeah. So richtig dicht hier alles. Man kann durch die Blätter aber durchgehen. Größtenteils, durch das Gestrüpp zumindest. Boot bauen. Eine Werkbank wird es nicht geben in der Form. Ne? Kann ich vielleicht dich und eine Axt reinlegen? Oh ja, Feuerholz. Bum bum. Granny Gravel kann weg. Ich hätte mich wahrscheinlich besser vorbereiten sollen. Also vielleicht ein Wiki nebenbei aufhaben. Andererseits ist es auch eine nette Challenge zu sagen, man wird einfach so ein Spiel geworfen. Man selber hat wahrscheinlich nicht so super viel Ahnung von Survival-Kram. Außer man hat jetzt, ne, Febel dafür. Man muss denn hier nach und nach alles selber ausprobieren. Also die verschiedenen Sachen kombinieren und so. Weil die Rezepte... da geht's tief runter. Die Rezepte sind einigermaßen naheliegend. Also es ist nicht wie in Minecraft, wo man halt jetzt zwei Stöcke so und drei Steine so. Nee. Man tut einen Stock rein und einen Werkzeugkopf und dann ist gut. Bisher zumindest. Gucken wir mal, ob nachts noch irgendwas Besonderes passiert. Wenn ich den hier aus dem Buschzeug irgendwie rauskomme. Da hinten scheint was Ruinenartiges zu sein. Ja, gehen wir da rein. Also einfach dem Wasser folgen. Doppel-W. Nee, Doppel-W immer noch nicht. Gibt es vielleicht hier Sprint? Steuerung. Steuerung ist ungewöhnlich. Normalerweise eher Shift. Aber gut. Ich gehe stark davon aus, dass man so mehr Nahrung verbraucht. Oh, wir haben noch ein paar Beeren. Wir haben eine volle Leiste. Das sollte okay sein.
kann man auf das Zahnrad irgendwie raufklicken? 100%. 100% von was? Gibt es vielleicht ein Ingame-Wiki? Survival Guide. Nehmen wir doch. Scheiße. Ja, es wäre schon praktisch, wenn die ein bisschen mehr zur Hand nehmen würden. Gerade die Anfangszeit ist ja doch recht kompliziert und so, ne? Ja, die ersten Tools. Finde Flint oder harte Steine. Fang an mit Knapping. Du hast am Anfang nur 10 Slot. Aber du kannst auch 4 Baskets tragen oder andere Container. Ein Handbasket braucht 10 Cattails. Ah, okay. Cattails sind die Dinger hier. Die kann man notfalls auch essen. Also in Real Life. Das da wird der erste Teil sein, ne? Wir brauchen wieder Platz dafür. Schmeiß mal das Gras weg und ess die anderen Beeren da. Ja, ne, ich würde gerne gucken. Da, Cattail Root. Kann gekocht werden, ja. Also ganz wie Real Life. Das heißt, der erste Schritt wäre jetzt. Mehr Container herzustellen, damit man mehr looten kann. Und ich gehe sehr stark davon aus, wenn man später irgendwelche Tiere töten würde, kriegt man auch Leder. Das muss man eventuell noch gerben mit Birkenrinde oder ähnlichem. Und aus dem Leder kann man einen Rucksack herstellen, um dann noch mehr tragen zu können. Wie viel haben wir jetzt? 7. Wir brauchten 10. Dunkel. Haben wir im Survival Guide was von der Fackel? Guides, Block und Items. Ah ja, sind ein paar Items. Also es gibt doch ein Jai, Nei, wie auch immer. Torch. Stock und Drygrass. Drygrass haben wir gerade weggeschmissen. Da. Bum, 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 bum. Hat auch, ich habe gerade die linke Maustaste gedrückt gehalten. Also ähnlich wie Inventory Tweaks bei Minecraft. Handbasket. Also, okay. Also hier ist unser Crafting Grid und da haben wir jetzt noch 3 Slots extra. Das heißt, du kannst die mal da reinwerfen. Den gib mir mal die 12 Drygrass und die Sticks. Ja, ist nicht egal, wo man es platziert. Wie es mit Feuer gehandhabt wird. Das ist jetzt aus. Ich kann es ranhalten, um es anzuzünden, aber wir haben halt nichts, was brennt. Fire? Finding Food? Firelight. Stell ein Messer her, um Gras zu sammeln. Platziere den Gras auf dem Boden und 4 Teile Brennholz. Und entzünde das Ganze mit einem Firestarter. Firestarter sind 2 Stöcke und ein Gras. Ich habe gerade alles an Gras weggeschmissen. Also es wird dunkel, aber es wird nicht hundertprozentig dunkel wie in der Höhle oder dergleichen. Was auch halbwegs Sinn macht, weil draußen ist es manchmal sogar noch einigermaßen gut zu erkennen. Zumindest wenn der Mond draußen ist, aber ich sehe gerade keinen Mond hier. Egal, kümmern wir uns um den Twisted Firestarter. Also Gras auf dem Boden, wie war das? Shift rechtsklick, Create Fire Pit. Dann 1, 2, 3, 4. Und den Firestarter und Shift. Oh, man muss sogar eine ganze Weile rubbeln. Sehr gut. Ich wollte schon immer wieder die Erfahrung, Schwielen in den Händen zu bekommen, in-game nachempfinden müssen. Ich habe Feuer gemacht. Sehr gut. Und da können wir jetzt die Fackel noch anhalten.
können die Kette kochen. Ich mach schon mal mehr rein. Sind bei 400 Grad. Brauche ich wahrscheinlich eigentlich irgendwie einen Topf oder sowas. We'll create 10 times cook kette. When heated, turns into one times torch. Eventuell müssen wir es einfach auch reinlegen und dann rausnehmen. Gucken wir gleich, wenn das Kettelzeug da fertig ist. Oh, das war für einen. Oh Gott. Ja, nee, keine Zeit für sowas. Nimm Hälfte von den Fackeln, wirf die da rein. Ja, ist denn sofort an. Können wir dich auch platzieren, so Minecraft-Style? Weil eigentlich sollte das hier ausgehen. Kann man platzieren. Gucken, ob wir so ein Feuer anzünden können, hier machen können. Aus Versehen. Wenn ich das unter oder an einen Baum stelle. Ja, scheint okay zu sein. War mir halt nicht sicher, wie realistisch wir das Ganze machen wollen. Aber ich gehe stark davon aus, dass die Fackeln irgendwann aus sind. Dass man das vielleicht für eine Nacht über so machen kann. Und dann muss man es dann jede Nacht neu anzünden. Also braucht schon irgendein Feuer, das idealerweise durchgehend an ist. Dafür bräuchte man halt eine ganze Menge Holz. Können wir jetzt dich reinschmeißen? Hält auch nur 2 Tage. Wie lange ist eine Jahreszeit? Das wird nicht 1:1 sein. Das würde ja viel zu lange dauern. Also die Tage sind irgendwie, wir sind jetzt bei einer halben Stunde Aufnahmezeit. Und ich denke, wir sind schon bei der Hälfte der Nacht. Also vielleicht 45 Minuten pro Tag. Wie viel bringst du? Die Bären sind da eigentlich einfacher. Ein Nutrition-System scheint es nicht zu geben. Also, dass man jetzt genug Fette haben muss und genug Vitamine, also was. Kann ich wieder mitnehmen? Abbauen einfach, ja, okay. Also, es scheint wie Minecraft zu sein. So ziemlich alles richtig zu machen, was Minecraft macht. Die ganzen Annehmlichkeiten, die man so kennt, sind auch da. Die Tastaturbefehle sind sehr ähnlich. Also, ich sage auch mit Steuerung, das Ganze. Auch das mit dem Inventory Tweaks und so weiter. Also, man wird sich hier sehr schnell wohlfühlen. Oh. Okay, platziere dich mal da. Man wird sich hier sehr schnell wohlfühlen, wenn man Minecraft gewöhnt ist. Und ich denke. Damit lasse ich euch auch erstmal hier in der Nacht alleine. Sollte als ersten kleinen Einblick gereicht haben. Ich denke mal, diejenigen, die solche Art von Modpacks von Minecraft mögen, also da, wo es eher ruhiger angeht und nachdenklicher und nicht gleich sofort Draconic Craft und all so ein Gedöns, die werden sich hier wohlfühlen. Und ja. Ich werde jetzt gucken, wie man sich hier eine Hütte bastelt und das ganze Survival Guide mal durchgehen. Und dann sieht man sich vielleicht noch in einem zweiten Video, wo ich ein bisschen mehr gemacht habe und ein bisschen mehr erklären kann. Außer jetzt einfach nur die erste halbe Stunde. Guti, dann euch noch viel Spaß und bye bye.